Orval, Stadt der Freien, eine der ältesten Städte Aventuriens. Bewohnt von unbeugsamen Kriegern und Seefahrern, reich an Schätzen aus vielen Raubzügen. Die Orks, schwarzbepelzte Jäger und Krieger, stets auf der Suche nach neuen Jagdgründen und seit Jahrhunderten die Geißel für die menschlichen Siedlungen des Nordens. Wir schreiben das Jahr 16. Dies ist die Geschichte eines Schwertes, das seit 100 Jahren verschollen ist und das doch die Geschichte der Zukunft bestimmen kann. Vielen Jahren plünderten die Torvaler die verhassten Sklavenhalterstädte des Südens. Ihr Anführer war Hetman Hyggelig, dessen Name in allen Küstenstädten gefürchtet wurde. Reich mit Schätzen beladen, kehrten die Drachenschiffe heim. Alle, bis auf das Schiff Hyggelig, der geradewegs zu den Zyklopeninseln fuhr, um sich ein Schwert schmieden zu lassen, das er auf seinem nächsten Zug dringend brauchen würde. Grimring, den Orkenspalter. Die nächste Reise führte Hyggelig ins Orkland, das einzige Gebiet Aventuriens, aus dem noch kein Mensch zurückgekommen war, um eine Karte anzufertigen. Er wusste nicht, dass er von dieser Reise nicht mehr zurückkehren sollte. In einer Nacht des Schreckens überfielen die Orks sein Lager und machten nieder, wer sich ihnen in den Weg stellte. So starb Hyggelig und fand ein namenloses Grab in der Steppe des Orklandes, begraben von den letzten seiner Gefährten, von denen keiner klaren Geistes nach Torval zurückkehrte. Doch das ist Geschichte. Was zählt, ist die Gegenwart, jene Gegenwart,
in der sich Tausende von Orks in den weiten Steppen sammeln, um wie schon so oft Tod und Verderben über die Menschheit zu bringen. Doch dieses Mal sind sie nicht zerstritten, sondern geeint von einem Heerführer, der sich ein großes Ziel gesteckt hat: die Eroberung Thorvalds. Ihr wisst nichts von alledem, als euer Schiff in den Hafen Thorvalds einläuft. Ihr träumt von Abenteuern, von der großen Stadt, davon, dass eure Namen in den Liedern der Skalden und Barden in alle Welt getragen werden. Tja, und da sind wir auch schon bei DSA, die Schicksalsklinge, den ersten Teil der Nordland-Trilogie. Und wir befinden uns gerade mitten im Travia-Tempel in Thorvald. Das erkennt man an diesem wundervollen Symbol hier vorne und diesem netten Herrn, der uns ja kontinuierlich schweigend anstarrt und sich denkt, gibt's ein bisschen Geld? Gibt's dir Geld? Nein, wir haben unsere Gruppe bereits versammelt. Ich habe die alle mal mit zusammengestellt. Und Ludwig ist natürlich unser Anführer mit Brüda, die ihm hinterher folgt, Androsch, Valaria, Farling und Rayada. Und wir schauen direkt mal ins Inventar der Guten. Oh, diese Musik. Ja, ihr wisst ja mittlerweile, also für die, die die Charaktererschaffung mit angesehen haben, die wissen, warum ich diese Musik liebe. So, wir haben jetzt noch einiges vor uns, was wir machen müssen, bevor wir überhaupt unsere Reise starten in dieses wundervolle Abenteuer. Denn wir müssen die Leute hier noch ein bisschen ausrüsten. Ihr seht, der gute Mann hat eine Hose an, er hat einen Lederharnisch. Man hat hier tatsächlich auch keinen Mouse-Over, ne? Also man kann hier nicht einfach drüber und dann sieht man, das Ding hier macht 3 Schaden, hat was weiß ich was, wie viele Punkte. Sondern im Bestfall klickt man hier auf dieses wundervolle Auge. Dies ist ein Lederharnisch. Und da habt ihr auch gerade schon dieses wundervolle Geräusch gehört. Das wird uns noch häufiger vorkommen. Ich überlege deswegen tatsächlich gerade schon, die Soundeffekte zumindest auszumachen. Aber dann würde uns natürlich auch dieses wundervolle Ping, Ping fehlen. Naja, wir überlegen einfach mal, während wir spielen. So, Brüder, unsere Thorvalerin hat ein Skraja, das ist eine Hiebwaffe, aber ich glaube, sie war doch gar nicht so ganz für Hiebwaffen, ne? Sie war doch eher Äxte. Sie war Äxte und Hiebwaffen ein bisschen und deswegen bekommt sie von uns noch eine Axt zugeschustert. Da müssen wir aber erstmal einkaufen gehen. Ansonsten trägt sie tatsächlich nur ein ganz schlicht stinknormales Hemd, wie das für die Seefahrer üblich ist, und eine Hose. Das ist natürlich keine Rüstung, mit der wir uns ins Abenteuer stürzen wollen. So, Androsch, unser Zwerg, hat ein Brecheisen dabei und einen Hammer, wie das nun mal so ist bei Zwergen. Naja, ihr wisst ja, die sind immer am Bauen. Und ansonsten hat er einen Streitkolben, das ist auch eine Hiebwaffe, ist ganz in Ordnung. Allerdings würde ich bei ihm auch gerne eine Axt hinzuziehen, denn ihr werdet merken, wir werden relativ zügig Zweitwaffen brauchen. Die Waffen hier haben, wenn ich mich richtig entsinne, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu zerbrechen. Und dann steht man plötzlich mitten im Kampf ohne Waffe da. Das ist auch nicht gut. Valaria, unsere Waldelfe, ist natürlich unsere Schusswaffenspezialistin. Sie hat einen Bogen mit dabei. Das ist ein Langbogen. Und sie hat einige Pfeile mit dabei. Ansonsten trägt sie auch nur ein Hemd und eine Hose, was auch nicht so toll ist. Müssen wir noch ein bisschen einkaufen gehen, wie gesagt. Und sie hat, ganz wichtig, eine Flöte, denn sie ist ja eine Elfe. Sie kann, glaube ich, auch, wenn ich mich jetzt nochmal richtig an die Charaktererschaffung entsinne, kann sie, glaube ich, auch ein bisschen musizieren. 3. Ist zwar nicht so gut, wie das Rayada im Grunde kann, aber naja, es ist nicht so schlecht. So, Farling hat seinen Zauberstab. Den wird er auch im ganzen Spiel nicht ablegen, denn mit dem Zauberstab ist er mit das Beste, was uns passieren kann. 28 Dukaten hat er mit dabei, das ist ganz gut.
Und er hat hier Schreibzeug. Schreibzeug, also es gibt verschiedene von diesen Items, die man normalerweise vielleicht als nutzlos erachten würde, die es aber gar nicht sind. Wie zum Beispiel Besteck oder ein Becher oder Schreibzeug oder so ein Alchemie-Set. Das ist alles relativ sinnvoll, ebenso wie unser Wasserschlauch und unser Proviantpaket ganz wichtig ist. Ihr seht hier oben Hunger und Durst. Das heißt, während wir unterwegs sind, werden unsere Helden ab und zu auch mal dem Hunger und dem Durst frönen. Was hat er hier für eine... Er hat eine Robe an. Das ist ja in Ordnung für ihn. So, und Rayada hat ein Rapier, Stichwaffen. Da ist sie auch drauf spezialisiert. Ansonsten als Zweitwaffe hat sie einen Dolch und sie hat Dietriche. Aber wir erinnern uns, unser Zwerg ist ja eigentlich derjenige, der Schlösser knacken soll. Rayada bekommt die Dietriche als Streunerin zum Klassenstart quasi geschenkt, aber sie ist nicht unsere Schlossknackerin. Das macht unser Zwerg, dafür ist er zuständig. Deswegen habe ich die Dietrich jetzt mal rübergeschoben. Sie trägt auch eine Hose und ein Hemd. Und ja, wie ihr euch vorstellen könnt, das ist nicht unbedingt das, wie wir ins Abenteuer starten möchten. Deswegen werden wir uns als allererstes hier in Torwahl mit wundervoller Musik ein wenig ausrüsten. Und ihr seht vielleicht, ich habe das versucht hier an der Seite, also rechts von hier, habe ich den alten Kartenausschnitt, denn im Originalspiel war natürlich in der Pappbox war so eine schöne Faltkarte mit dabei. Die wird man auch noch brauchen. Also die Reiseziele und so weiter, es gibt hier keine große Map im Spiel, sondern man muss dann eben schon die Karte auspacken, die mit dabei gelegen hat. Sonst weiß man eben nicht so ganz genau, wo man hinläuft. Wenn man also das Ziel hat, ja, geh nach Prem. Dann wüsste ich jetzt von hier aus erstmal nicht, wie ich nach Prem komme, weil ich weiß gar nicht, wo Prem ist. Die Karte hier, die ist nur von der Stadt und ihr seht schon, auch diese Karte ist sehr simpel gehalten. Wir sehen, blau ist, glaube ich, Wasser und das müssten... Ist das der Tempel, aus dem wir gekommen sind? Das ist der Tempel, aus dem wir gekommen sind, ja. Hier. So. Aber was das jetzt bedeutet? Keine Ahnung. Das heißt, DSA, Schicksalsklinge und also grundsätzlich die gesamte Nordland-Trilogie ist eigentlich eine Spielreihe, bei der man sich sehr viele Notizen machen muss. So, hier ist noch ein Tempel, ich schau mal gerade rein, der Svafnir-Tempel in Torwahl. Svafnir ist dieser große Wal oder zumindest dargestellt durch den großen Wal. Die Tempel nehmen sich aber an und für sich alle nicht so viel. Ich glaube, die können nur verschiedene Wunder beherbergen, wenn man denn darum bittet. Und ihr seht, wir haben hier unten gerade Markt. Das Symbol kenne ich noch sehr gut. Was wollt ihr auf dem Marktplatz? Hier gibt es einen Waffenstand, einen Kräuterstand und einen Krämerstand. Schauen wir mal zum Waffenstand. Wir können mit dem guten Mann auch noch reden. Hi, Waffenhändler. In einem Raum, dessen Wände voll hängen mit Schwertern, Äxten und Dolchen, steht ein breitschultriger Mann vor einem Schrank und prüft mit kritischem Blick eine Klinge. Als er die Tür öffnet, dreht er sich zu euch um und mustert euch. Genug davon, diese Orkbrut mit den Händen zu erwürgen? Dann seid ihr hier genau richtig. Und wir haben hier schon Multiple Choice, also mehrere Möglichkeiten, dem guten Mann auch zu antworten. Und wir sind natürlich immer freundlich. Wir wissen, hier in Torwahl kann man ganz schnell mal eins auf die Mappe bekommen, wenn man nicht freundlich ist oder, naja, sich an die örtlichen Gepflogenheiten hält. Ich dachte immer, Qualität erklärt sich selber, ist so ein bisschen halt den Mund oder rosten eure Waffen nicht während eurer Rede. Ich glaube auch, Freundlichkeit hilft uns weiter, denn dann bekommen wir ein bisschen bessere Preise. Eure Klingen sind so geschliffen wie eure Rede. Es freut mich, das zu hören. Es gibt wenige, die dies zu würdigen wissen. Verkennt uns für richtig? Hätten wir diesen Teil also auch geschafft? Es ist eure Ware, die uns so entzückt. Es tut wahrlich gut, solche sachverständige und höfliche Kunden zu haben. Wenn ihr mir dann bitte eure Wünsche mitteilen könntet. Aber gerne doch. So, und wir sehen, der gute Mann hat nur Blödsinn. Gut, er hat Schwerter. Das ist schon mal von Vorteil, aber ansonsten, ja, Schuhe könnten wir noch kaufen. Ich würde aber tatsächlich zu einem... Naja, ich glaube, da begeben wir uns erstmal zu einem richtigen Schmied, der uns das Ganze vielleicht besser verkaufen kann. Dann möchten wir mal an den Kräuterstand schauen. Wir können auch mit der guten Frau hier reden. Guck mal, die gute Frau sieht aus wie der Waffenhändler, der hat sie einfach nur an den anderen Stand gestellt. Nachdem ihr einige Zeit vor der Theke gestanden habt und voller Interesse die verschiedenen Tiegel und Fiolen betrachtet, betritt der Kräuterhändler den Raum. Ah, Kunden! Sucht ihr etwas Bestimmtes? Wir brauchen einen Esel und du scheinst geeignet zu sein. Nicht den Mist, den ihr Deppen andreht. Euer Laden wurde uns natürlich wärmstens empfohlen.
Ihr seid an der besten Adresse für jegliche Kräuter und Tinkturen. Mein Laden ist berühmt im ganzen Land. Das glaube ich jetzt zwar nicht, weil es ist ein Marktstand und kein Laden. Kann man euch aber leicht beeindrucken. Es ist eine Ehre für uns, bei euch zu kaufen. Danke auch. So, hier haben wir drei verschiedene Kräuter und ihr seht auch hier schon, ich habe keine Ahnung, was diese Kräuter bewirken. Wir haben Wirselkräuter, vierblättrige Einbeeren und Tarnelen. Die kommen bestimmt frisch aus dem Meer, leckere Tarnelen. Gibt ja auch den ganz bekannten Tarnelensalat. Das Einzige, woran ich mich noch dunkel erinnere, ist, dass vierblättrige Einbeeren mit die wichtigsten Kräuter waren, die man am Anfang dabei haben konnte. Ich glaube, die haben eine heilende Wirkung. Das kann gut sein. Und diese Blätter hier, kann ich mich auch noch erinnern, hatte ich immer relativ häufig viele davon dabei. Ich weiß jetzt aber nicht mehr so genau, warum. Oder habe ich die einfach nur in der Wildnis gesammelt? Naja, jedenfalls werden wir bei Zeiten noch vielblättrige Einbeeren kaufen. Und hier können wir feilschen. Jetzt geht das hier gar nicht. Verdammt. Normalerweise mit der rechten Maustaste kann man halt immer schauen, wenn man jetzt nicht genau weiß, was bedeuten denn diese Icons hier an der Seite, kann man mit der rechten Maustaste immer quasi das Menü aufrufen. Im Krämerstand, da steht eine alte Frau. Die Regale des Verkaufsraums sind gefüllt mit Seilen, Fackeln, Lampen, Öl und allen möglichen anderen Dingen. In einer Ecke steht ein kleiner Mann mit Augengläsern an einem Stehpult und überträgt sorgfältig etwas von einem Pergament auf ein anderes. Als er die Türglocke hebt er den Kopf und fragt: Womit kann ich euch helfen? Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch, guter Mann. Wie konnte mir das nur passieren? Höflichkeit sollte die Grundlage jedes Geschäftes sein. Findet ihr nicht? Ja, natürlich, deswegen haben wir uns ja so früh begrüßt. Meinen herzlichsten Gruß und das Beste für euch also, Fremde. Leider etwas zu spät, ihr grober Klotz. Jetzt machen wir einen auf Schmolli. Ihr tut uns zu viel der Ehre an. Ihr seid eine Freude für die zivilisierte Welt. Moment, wir sind in Torwal und er spricht von der zivilisierten Welt. Naja, bitte. Mögen euch eure Geschäfte allzeit gut gelingen und viel Glück auf eurem Weg. Ja, vielen Dank auch. So, ihr seht hier, haben wir Schnapsflaschen, Fackeln, Decken, Proviantpakete und Seile. So, von denen brauchen wir eigentlich auch alles. Seile, es wird immer mal wieder passieren und wer... jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, verdammt. Pillars of Eternity, wie konnte mir das passieren? Wer Pillars of Eternity mal gespielt hat oder vielleicht sogar auf dem Kanal hier gesehen hat oder irgendwo anders, der weiß, Pillars of Eternity hat sich so ein bisschen danach ausgerichtet oder ist vom Stil her ein ähnliches Spiel. Und auch da brauchte man Enterhaken, da brauchte man Leitern, alles Mögliche, was man eben für gewisse Proben auf dem Weg braucht, also für die Dinge, die man während seinem Abenteuer erlebt. Und das ist hier genauso. Also auch hier kann es passieren, dass wir auf dem Weg irgendwann mal Proben ablegen müssen. Oder zum Beispiel, wenn wir draußen rasten, dann brauchen wir Decken. Weil wenn wir unter freiem Himmel schlafen, da ist es ohne Decke nicht so schön. Und dann kann es passieren, dass unsere Leute hier krank werden. Ist auch nicht so dolle. Ja, auch das werden wir uns wahrscheinlich bei einem spezialisierten Laden holen. Andernfalls kommen wir nochmal hierhin zurück. Weil das Schöne an Torwal ist, hier auf diesem Platz ist quasi immer Markt. Also die kennen das gar nicht anders. Die haben einfach immer Markt. So, und jetzt ist die nächste Sache. Ihr seht schon, die Bewegungen im Spiel sind... Also die können relativ verwirrend werden, wenn ich mich jetzt mal mit der Tastatur bewege. Ne, dann weiß ich ungefähr, wo ich hinlaufe. Aber für euch ist das ein großes Kuddelmuddel. Und naja, deswegen habe ich... Huch! An einer Straßenecke sitzt ein einbeiniger Mann, der euch flehentlich eine Hand entgegenhält. Eine Meldegabe um Travias Willen. Ihr sollt euren Dukaten... Ich hätte jetzt mit einem Silberstück oder so gerechnet, aber einen Dukaten? Na komm, wir sind mildtätig. Wir sind gerade noch am Anfang, wir haben noch genug Geld. Wie von Wunderhand gesundet, macht der Bettler einen Satz und will verschwinden. Als er ihn etwas verwundert ansieht, grinst er. Berufsgeheimnis. Aber nichts ist umsonst und ihr seid offensichtlich auf der Durchreise. Vielleicht kann ich euch auch helfen. Die Head-Leute besitzen eine gut sortierte Kartothek. Wow, danke. Danke für diesen wundervollen, unentbehrlichen Hinweis, den er mir gegeben hat. Ja, wie ich gerade sagen wollte, bevor uns dieser Bettler um eine Dukate erleichtert hat, ich habe vor, mich eventuell ein bisschen langsamer zu bewegen und vielleicht auch durch die Maus, damit ihr ungefähr nachher ahnen könnt, wo ich hingehe. Vor allen Dingen aber für mich ist das dann ein bisschen einfacher auch nachzuvollziehen, wo wir gerade sind. Und es regt halt dazu an, dass man sich ein bisschen langsamer durch die Straßen bewegt
und nicht einfach so hin und her hetzt. Ne? Das ist auch immer so ein bisschen, So, hier können wir mal gucken. Das ist grau. Ich habe keine Ahnung, was grau bedeutet. Upo von Alderhusen ist offenbar ein Gemischtwarenhändler, wenn ich das richtig sehe. Können wir mit ihm reden. In diesem Laden scheint es alles zu geben, was das Herz begehrt. Ausrüstung für die Reise liegt neben Werkzeug für Heim und Hof und zwischen Dingen, deren Zweck ihr nicht erraten könnt. Eine alte Frau kommt aus einer Nebentür gehumpelt und krächzt ein: Herzlich willkommen in meinem Paradies. Wonach sucht ihr? Oh, gute Frau, ihr habt einen stattlichen Oberlippenbart. Wir entbieten euch unseren Gruß. Verzeihung, wie konnte ich das vergessen? Die Götter mit euch, verehrte Kunden. Ist das nicht schön so? Aber der alten Frau noch ein bisschen Manieren beigebracht. Hab Dank für eure guten Wünsche. Alles Gute für euch, eure Kinder und Enkelkinder. Mögen euch die Götter immer wohlgesonnen sein auf eurem weiteren Weg. Jetzt hat sie es ein bisschen übertrieben, aber das ist auch in Ordnung. Oh, hier gibt's Bier. Bier ist ganz wichtig. Wasserschläuche, Brecheisen. Wir hatten ja jetzt nochmal ein Brecheisen. Aber trotzdem nehme ich jetzt mal ein Seil mit. Einen Schleifstein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich einen Schleifstein wirklich brauche. Und ich glaube Decken für die ganze Mannschaft. Also 1, 2, 3, 6 Decken. Es wird teuer. Trotzdem, 6 Decken sind relativ wichtig, denn wir möchten ja auch irgendwann mal draußen schlafen. Wasserschläuche haben wir, glaube ich, für die Mannschaft. Die können auch immer wieder aufgefüllt werden. Und Proviant hat jeder von ihnen 2. Ich kaufe jetzt extra mal kein Proviant, weil wir uns noch nicht aus der Stadt rausbewegen. Bier, lassen wir es das mal. Fackeln brauchen wir nicht, denn wir haben Flimflam Funkel. Und der gute Mann kann später auch noch mit seinem Zauberstab, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, der kann mit seinem Zauberstab auch noch Zauber sprechen. Und da ist unter anderem, glaube ich, auch ein Lichtzauber mit dabei, deswegen lasse ich das mal sein. So, ich packe mal gerade rein... Ach nee, wer war jetzt nochmal unser Feilschenmeister? Ich glaube, das war Androsch. Zack. Ich packe mal Androsch nach vorne, weil... Und auch das ist eine Sache, die mir noch halb in Erinnerung blieb, aber auf die ich auch halb hingewiesen wurde, als ich sagte, oh, als nächstes würde ich gerne die Schicksalsklinge spielen. Da wurde mir gesagt, oh, da muss er aufpassen, da gibt es so viele Dinge, die, wenn man die vorher nicht weiß, dafür läuft man schnell in Fallen rein. Nämlich immer derjenige, der die Gruppe quasi anführt, der hier vorne steht, der, ja, nutzt dann eben auch die Skills, die gerade gebraucht werden, wie zum Beispiel hier beim Feilschen. Ihr habt Waren im Wert von 3 Dukaten, 2 Silberstücken und 0 Hellern ausgesucht. Wie viel Prozent Rabatt wollt ihr zu erfeilschen versuchen? Ich würde es mal mit 10% versuchen. Das wären, naja, das klingt nach einem ganz guten Wert, oder? Ach so. Ja, das kann natürlich sein, dass das tatsächlich noch von damals kommt. Dass es so ist, dass der Anführer das machen muss. Und dass mittlerweile in der Version oder in einer späteren Version auch von 1900... Wir spielen ja die 1994er Version. Es gab ja noch eine 1992er Version. Dass es mittlerweile vielleicht so mit reingekommen ist, weiß ich nicht. Aber gut, Androsch soll feilschen. Ihr bringt mich noch an den Bettelstab, aber nun gut, ihr sollt das Zeug haben. Das macht 2 Dukaten und 7 Silberstücke. Vielen Dank. Ja, haben wir ein bisschen Geld gespart, obwohl so viel war es jetzt auch wieder nicht. Trotzdem, wer das Silberstück nicht ehrt, der ist die Dukate nicht wert. Und die Maus klammert sich manchmal hier so an den Bildschirmrand und dann kriege ich sie dann nicht mehr weg, wie so ein Magnet. So, wir haben beim Krämer eingekauft und ich möchte mal eins von diesen Häusern hier erkunden, denn da wird etwas sehr Spannendes auf uns warten. Auf euer Klopfen rührt sich nichts. Wollt ihr in das Haus einbrechen? Nein. Es gibt nämlich immer noch... Oh. Kannst du dich mal bitte drehen, so. Es gibt nämlich immer noch in jedem Haus, in jedem von diesen braunen Häusern, die ja eigentlich relativ unscheinbar aussehen, kann es tatsächlich passieren, dass irgendeine besondere Begebenheit geschieht oder irgendwas von größerer Bedeutung kommt oder sonst irgendwie. Das ist immer ganz spannend. Es gibt natürlich auch Häuser, da passiert gar nichts, aber es lohnt sich im Prinzip schon, in jedes Haus versuchen, irgendwie reinzukommen. Ihr steht vor einem etwa 3 Schritt hohen, palisadengekrönten Wall, durch den nur ein gut bewachtes Tor ins Innere führt. Wollt ihr höflich um Einlass bitten, in einem unbeobachteten Moment eindringen oder versuchen, die Torwache zu bestechen? Wir fragen erstmal höflich um Einlass, ne? Tut uns leid, dies ist die Otterskin der Windzwinger und wir dürfen während der Abwesenheit der Otter niemanden hineinlassen.
Gut, weiß jemand von euch, was eine Otter-Skin ist? So gut kenne ich mich in Torwald jetzt auch wieder nicht aus. Aber offenbar war das ja ein größeres Anwesen, ne? Ja. Dies ist die Otter... Achso, das ist alles die Otter-Skin der Windzwinger hier. Das ganze Ding hier. Möchte ich doch jetzt rausfinden. Ah, in diese Richtung geht's nicht weiter. Hallo? Oh. Also manchmal reagiert er auch nicht auf die Maus. Oder ich muss noch lernen, wo ich sie genau hin tun muss. Ja, das ist das gesamte Anwesen von denen anscheinend. Und wo geht's hier rein? Ah, das meinte ich. Guckt ihn euch an. Was willst du hier? Ich hab Haken, geh weg. Ah, diese Animation. Also ich war lange Zeit Teil meiner Albträume. Du stehst an der Tür und plötzlich hast du hier so einen Typen mit so einem großen Auge, einen riesen Ohren, der dann seinen Haken hervorholt und sagt, Kaki, der wollte sich ja nicht zu mir, also raus. Ja, und das kann natürlich häufiger mal passieren. Das sind all die Häuser, in denen dann nun mal tatsächlich wirklich nichts zu finden ist. Aber das muss es ja auch geben. Aber auch sowas kann passieren. Oh, grunzt ein fetter Mann, als er auf euer Klopfen die Tür öffnet. Wer ist denn da? Ruft eine weibliche Stimme aus dem Haus. Das ist eine Torwalerin war das, deswegen klang die so dunkel. Der Suchtrupp, oder nicht? Sagt der Mann und sieht euch verdächtig an. Ihr sucht die legendäre Schicksalsklinge, stimmt's? Viel Glück! Dann schließt er unsanft die Tür. Aber woher weiß er denn das? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Nun gut, ich schau mal gerade. Hier unten haben wir einen dunkelgrünen. Und dunkelgrün war, glaube ich, auch ein Laden. Grau, dunkelgrün und... Es gab noch was. Rosa?